So, wen nehmen wir denn mit? Das ist jetzt die Frage. Also, ich will auf jeden Fall einen von. Ich will auf jeden Fall Garrus mitnehmen. Vielleicht kennt er sich da irgendwie aus, wenn er zum Beispiel. Ich glaube, es sind sogar Turianer, oder? Meine ich. Auf dem Gefängnis. Oder im Gefängnis. Also, auf dem Gefängnis. Ist ja kein Planet. Auf der Gefängnisstation. Also, den Garrus nehmen wir mit. Und ich würde sagen, wir nehmen einen von Servos mit. Gut, da ist ja eigentlich. Nochmal Kazumi mit dem Outfit. Und gut, er hat Überlastung. Hazaid. Na gut, der hatten wir am Anfang schon, wo wir den Geos uns geholt haben. Ich würde sagen, wir nehmen Jacob mit. Er kann Überlastung und er kann ziehen. Kann er nicht. Ah ne, sie kann Warp, ne? Die Miranda kann, glaube ich, Warp. Ja. Habe ich vorhin überhaupt nicht benutzt, fällt mir gerade mal so ein. Wo wir die dabei hatten. Was war das nochmal, wo die dabei hatten? Ach so, stimmt. Wir haben ja die gar nicht benutzen können, groß. Wir sind ja mit dem Hammer da rumgeflogen. Ich habe an Kazumi schon so einen Narren gefressen irgendwie. Allein dieser Schattenschlag, der ist extrem geil. Kommen wir nehmen Miranda mit. Ja, das ist eine offizielle Servus-Mission. Kommen wir nehmen die mit jetzt. Mit dem Outfit. So, Kollektoren-Schwunggewehr, gut, das wurde alles schon angepasst, das passt sowieso. Da kann die auch ein bisschen Wortführerin sein. Ja, okay, sieht sehr turianisch aus. Das ist eine gute Kombo, denke ich, die beiden. So. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. So. Also hier ist eine offizielle hochrangige Servus-Person plus ein recht bekannter Turianer. Eine der bekanntesten Turianer wahrscheinlich durch die Saren-Aktion im Vorgänger. Also sprich Saren und die Saren aufzuhalten. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Fahren Sie zur Hölle. Nein. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirrell. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben.
Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Gab es schon mal Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Zur Entlassungsstelle gehen. Okay, das ist so alles ziemlich simpel. Gut, dann. Da unten sind die Gefangenen. Gut. Oh. So bekommt man nicht mal verlässliche Informationen. An einem bestimmten Punkt geben die Opfer alles zu, nur damit der Schmerz aufhört. Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich wollte es gerade sagen. Muss das sein? Was für Sie tun? Ich hätte gesagt, muss das denn sein? Weitermachen. Das Gerechtigkeit. Erstens weiß ich überhaupt nicht, warum die Person im Gefängnis sitzt, was sie getan hat. Zweitens, warum sie misshandelt wird. Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Ist was Richtige. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Genau, bis der Shepard weg ist. Ihr Paket bekommen Sie bei der Entlassungsstelle. Gleich hier die Halle runter. Okay. Ist auch wieder was Gutes getan. Hey, Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Klar. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Wow. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen. Wenn Sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimmys Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren.
Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt, irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Das war die perfekte Antwort jetzt darauf. Ich habe 3 Monate nicht geduscht. Ja, ich muss gehen. So, Tagebuch. Der Gefangene. Jack, Nachname unbekannt, außergewöhnliche biotische Fähigkeiten, Anmerkung. Umfassendes Strafregister derzeit in Haft. Jack ist angeblich die mächtigste Biotikerin, die Menschheit je hervorgebracht hat. Es gibt kaum Informationen über Jack, außer dass sie zur Gewalt neigt und darum vorsichtig behandelt werden sollte. Jack ist auf dem turianischen Gefängnisschiff Purgatory inhaftiert. Cerberus hat ihre Überstellung durchgesetzt. Folgen Sie im Gang bis zur Entlassungsstelle, wo Curls Männer mit Jack warten. Hallo? Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Wow. Was hier? Hallo? Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Okay. So, kommt Leute. Verlassen wir diesen unheiligen Ort. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Okay. Gut. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Ach Leute, das muss so alles nicht sein. Warp bringt mir glaube ich nicht viel. Die haben sicherlich Schilde. Aber geil, dass natürlich beide Überlastung haben, ne? Haha. Gut, und ich habe die übliche Standardgeschichte. One to two. Hier. Das hat wehgetan. Steck! Ui, ich habe gar nicht mehr so viel Energie. So, da kann auch der Geros gerade mal den Betäubungsschuss machen. Was macht Warp nochmal? Massive Energiestöße setzen Schild und synthetische Feinde aus. Ah ne, Quatsch. Reißt Feinde auf molekularer Ebene auseinander. Okay, ja gut. Bestätige! Kann ich doch gegen dich eigentlich mal machen. Hier. Das ist auf molekulare Ebene auseinandergerissen. Aber sicher. Verstanden. Ach nö. Warp gegen Panzerung, genau. Ich bin dabei. Der Kurzweil, das funzt irgendwie nicht immer, ne?
Vor allem, die auch immer so nahe kommen. Oh, Spezialisierung über das. Okay, die brauchen nur ein bisschen die beiden. Ah ja, dann nehme ich hier die Brauen. Noch mehr Verstärkung. Noch nicht, noch bin ich hier im Kämpfen. Das dauert halt alles ein bisschen. Gute Idee. Mal kurz gucken. Ist effektiv gegen Panzerung. Effektiv gegen Panzerung, Schildwürsch. Okay, das ist auch perfekt. So. Das war lustig. Aber die Menge an Feinden hier ist krass, ne? Das ist wie bei Last of Us. Der Unterschied von 1 zu 2 gegenüber Mass Effect 1 zu 2 auch wieder. Dann einfach gefühlt doppelte Anzahl der Gegner. Das ist so krass. Weil die Wellen einfach kein Ende nehmen, gefühlt. Bei Last of Us Part 2 kam immer mehr neue auf einmal. Ohohoho! Lass mich! Alter! Alter! So. Oh, erstmal hinhocken. Uiuiui. So, weiter geht's. Oh, ich dachte schon, kommt der nächste. Das ist unser Freund, der Garrus. Gut. Gut, sagt er. Alles andere als das. So, einmal du. Und einmal du. Geht ja noch. Was soll das denn alles hier, Mensch? Hier. Oh, der hat eine Schrotflinte. Lass mich durch. Scheiße. Uiuiui. Geh mal hier hin, bitte. Bestätige. Geh mal dahin. Nein, nicht dahin. Dahin. Hier so. Geh in Deckung. Oh. Gottchen. Meine Nerven. Ja. Also mittlerweile habe ich das Kampfsystem einigermaßen raus. Mich ausgefallen. Ich muss ein bisschen aufmerksamer werden, vielleicht. So, einmal, zweimal. Darauf achten, wann ich das bei den beiden sehe, dass die wieder. Ah, jetzt, okay, verstehe. Wow, jetzt gibt's hier die volle Überdosis. Gut.
Okay. Shepard ist frei! Wiederhole, Shepard ist... Ein Techniker. Hm. Die Leute hier runter! Mal hier. Ein Medi geben. Also haben wir momentan ein Maximum von 5. Oh, ist Element Zero, sehr schön. 500 ist auch nicht gerade wenig. Gibt es ja schon Aufstand. Da sieht man nichts, okay. Sicherheitssteuerung der Purgatory.